Hallo. Ich bin Vatersohn und deswegen habe ich schon mich als sehr kleiner Junge mit sehr komplizierten Sachen auseinandergesetzt. Also was passiert mit dem ganzen Brot, das über ist beim Abendmahl? Lösung, sagt das Teil, das ist auf. Irgendwie schwirrt man uns doch auch noch so seltsame Begriffe umher, was ein Altar ist, was ein Talar ist und ein Bäffchen, das habe ich irgendwann alles mal erfahren, aber Dreifaltigkeit, das fand ich als kleiner Junge relativ kompliziert und ich konnte mir da keinen Reim drauf machen, also ich länger darüber nachgedacht und kam dann zu dem Schluss, dass das wahrscheinlich was mit alten Leuten zu tun hat. In der Kirche hat ja viel mit alten Leuten zu tun, dachte ich. Und ich dachte, das ist wahrscheinlich so eine alte Oma nach, das ist irgendwie so ihre Dreifaltigkeit. Und daran musste ich denken, als ich hier eingeladen wurde und es hieß, das Thema ist Dreifaltigkeit. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, extra für den heutigen Tag einen Text zu schreiben, also eine Welturaufführung. Wow, hey, krass. Der Text hat dreifaltige Protagonisten. Trägt den Titel Zwischen Astern und Begonien. Wenn die Bewohner hinter den gestickten Gardinen der Vorstadt am Abend die Lichter löschen, kann man in den Hauseingängen unscharf wie Rohrschach halbstarke Gesichter erhaschen, die Fuck the Police mit drei Rechtschreibfehlern auf die Wand an der Einfahrt machen. Wenn dann morgens die Straße in grauen Jogginghosen erwacht und dann jeder so tut, was man eben so macht, ist auch die Dame aus dem zweiten Stock auf den Beinen und schiebt ihren Rollator auf den kleinen Balkon, wo die Sonne schon lacht. Denn hier, zwischen Klapptisch und Barometer, zwischen Astern und Begonien, ist sie die Alterspräsidentin von Kleinvorstadt Balkonien. Von links einen weiter grenzt Siegfried an. Ein junger Hüpfer, gerade frisch in den 70ern, der einen steifen Nacken hat und daher immer geradeaus schaut. Und sich seit Jahren aus Eitelkeit keinen einzigen Schritt aus dem Haus traut. Schräg rechts oben raucht ab 6.30 Uhr die Haare frisch gemacht und mit roten Lippen Gerlinde, die seit Jahrzehnten jeden Morgen in der Hoffnung erwacht, dass heute der Traumprinz sie findet. Doch bei aller vermeintlichen Altersgemeinsamkeit, allem Grüßen vom Balkon herüber und winkenden Händen und dem Loben der prächtigen Blüte der fremden Begonien lebt nebeneinander, hinter den Wänden, ein jeder in seiner eigenen Einsamkeit hier in Balkonien. Wenn unsere Dame, die schon seit 4 Jahrzehnten mit jedem Blick aus dem Fenster den steten Verfall ihres Viertels beiwohnt, dann müde die Kunstwerke der wütenden Jugend betrachtet, versteht man, warum sie langsam die Zukunft verachtet, da sie Tag für Tag aufs Neue fühlt, wie die Zeit die Pracht aus der Straße spült. Denn mit jedem schlecht gemachten Graffiti, jedem grauen Tag, jeder zersplitterten Scherbe stirbt ein Teil ihrer Welt und verwittert ihr Erbe. Warum eigentlich, denkt sich die Dame beim Blick auf die Straße, sitze ich immer hier oben und öde ein? Darf denn das Leben ab 70 nur wieder und spröde sein? Ich bin die Alterspräsidentin, ich kenne das Viertel wie sonst keiner und soll nicht vor die Tür gehen. Eben doch. Die Knochen sind nicht so frisch wie mit 12 oder 17, aber die Welt, schau mich an. Ich lebe noch. Unsere Dame aus dem zweiten hat Wut im Bauch und in ihrem alten, pochenden Herz, da blutet's auch. Im Traum geht sie nicht am Rollator, tanzt mit Milchkannen über die Straße in Sonntagsschuhen, die Haare an beiden Seiten zum Zopf. Je älter die Knochen werden, desto kindlicher wird wieder der Kopf. In der Mitte des Lebens hat man keine Zeit für das Kleine. Da kommt es auf das Große an, wie sich die Dinge verkehren. Wer möchte ein Haus und Erfolg, ein Beruf? Der Preis ist zu hoch. Sie will raus an die Luft und einen geschwundenen Stein in der Hose haben, will ihn über den See hüpfen lassen und wilde Erdbeeren pflücken. Ein Hoch auf das Ende des Fortschritts. Die Zeit bildet einen Kreis.
Schluss mit Kreuzworträtseln, Stricken und Frühstücksfernsehen. Schluss mit Volksliedern, Baldrian und Heimatfilmen, die wir alten ja ach so gern sehen. Gestern war der letzte Tag, an dem ich mein Alter betäubte. Der erste Tag meines Lebens bis heute. Und dann schreitet ihr zum Schrank und wechselt ihr Outfit, denn monochrom beige passt nicht mehr zum Auftritt. Und sie pinselt den Sonntagsschrift an einer Hauswand. Erwachet Balkonia, wir proben den Aufstand. Sie pflanzt ihre Astern zwischen das Unkraut des Bordsteins, denn wenn ich nicht mehr oben gammel, sollen auch die Blumen nicht dort bleiben. Sie freut sich über jede Amsel, die sich auf den Stromkasten ausruht, jedes raschelnde Blatt an den Buchen und Eiben. Und mit einmal erwacht in ihr wieder das Mädchen, das irgendwo tief im Hinterkopf lange saß und mit ihr müde vom Balkon schaute, vom Rand auf den Fluss blickte und sich nicht mehr in den Strom traute. Sie schlendert umher, geht auf in der Rückkehr. Im Suchen und Treiben, im Kirschkernweitspucken kommt sie sich selbst mit jedem Kern in der Luft einen Schritt näher. Doch alleine was sein, ist nur die halbe Freude. Denn oben im Balkonien harren immer noch zwei Leute. Gerlinde, die nur wartet, bis der Prinz direkt vor der Tür steht, und Siegfried, der den Langeweile spuckenden Drachen nicht tötet, weil er selbst nur noch in einem Zimmerchen hinter der Stirn lebt. Unser Mädchen schaut in den Himmel und malt ein Wolkenherz in die Löcher. Es ist höchste Zeit, ins Unbekannte zu stolpern, und Amor hat einen Pfeil im Köcher. Siegfried, schallt es von unten mit kindlichem Eifer. Der Horizont endet nicht am Balkongeländer. Die Welt ist viel weiter. Wenn dein Nacken steif ist, dann musst du deinem Körper einen Ruck geben. Das Glück ist zum Greifen nah, Siegfried. Starr nicht stur geradeaus. Mach die Augen auf, wechsel die Perspektive. Mann, guck eben. Und dann wendet sie sich schräg hier rüber und ruft mit fester Stimme: Gerlinde! Der Tag, an dem endlich ein Traumprinz dich findet, Gerlinde, Liebchen, den gibt es nicht. Schau nur einmal selbst herab über die Astern und Begonien. Lass den Blick schweifen. Das Ende der Einsamkeit ist da. Dein Prinz wartet auf dich an einer Brüstung zwei Häuser weiter. Bürgerbalkonien. Er lebt nicht mehr hinter gestrickten Gardinen und Watteschichten. Kinder, hisst die Markisen. Dies ist der Anfang der nächsten Geschichte. Als die Senioren die Balkone verließen. Dankeschön.